Reading ist der nächste Gegner. Wir haben einen guten Erfolg gefeiert im letzten Spiel. Jetzt haben wir nur ein Problem. Baker hat sich verletzt im letzten Spiel, das wissen wir auch. Cabral wird ihn dadurch ersetzen. Gut. Ja, Reading ist letzter. Sollten 3 Punkte sicher sein. Aufstellung bleibt gleich. So. Barrow. Cabral. Erster Schuss. Rossi. Oh. Ja, Willing geht ganz stark an hier. Das schwächste Team. Aber legt gut los. Unglaublich. Respekt hier an Reading, die von Anfang an Druck machten und es schafften, hier nach 14 Minuten in Führung zu gehen und wir nicht einmal eine Chance noch hatten. Mesaga.
Ui, ui. Niedersager. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ordentlich anrennen hier. Und das Tor von Reading. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Naja. Na gut. Halbzeitstand zugunsten für Reading. So, machen wir es mal so. Und so ein Ausgleich. Sehr schön gemacht. Ein ganz langer Pass. Und zwar macht das perfekt. Aber auch die Übersicht war sehr gut.
Son. Der Foul. Was war das, Teller? Aber es geht jetzt in die Schlussphase und es steht nur 1-1 hier. Ja, hier Punkte liegen zu lassen gegen Wien, das tut sehr weh natürlich. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Also ich sag natürlich, in den letzten möchte man eigentlich schon 3 Zähler haben. Aber so ist es halt nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.